Ladies and Gentlemen, meine aufs äußerste verehrten Damen und liebe Herren, Madame, Monsieur, Dame Ipanove, Schwein! Die Extraschicht nach der Industriekultur proudly presents die Geschichte der Welt. Was bisher geschah, lassen Sie sich verzaubern, entführen und überraschen. Seien Sie gespannt, entspannt und glauben Sie nicht alles. Und hier ist Ihr Gastgeber, gerade noch am LHC, den Teilchenbeschleuniger aktiviert und schon auf der Bühne. Roland Steffers. Okay, hallo, herzlich willkommen zur Geschichte der Welt. Bravo. Schön, dass Sie heute Abend alle hier sind, heute am 9. Juli 2011. Das ist der 7. Tammuz, 5771, 6 Mulutsch, 17 Check, am 17. Schrabba, 1432, Prédit le Veilleux de Messidor en 1919 de la République, am 1. Brümmühl, 36, am 20. Atür des 3. Monats der Überschwemmungszeit. Schön, dass Sie es gerade heute geschafft haben, hier zu sein. Meine Damen und Herren, es ist Ihre Geschichte, es ist meine Geschichte, es ist die Geschichte der Welt, was bisher geschah. Und die Geschichte der Welt ist lang, das kann ich Ihnen sagen. Und deswegen fangen wir zu einer Zeit an, als alles noch ganz einfach war. Als es noch keinen Hass gab, als es keinen Krieg gab, keine Ausbeutung, keinen Streit. Als die Welt ganz einfach war und nur aus Physik bestand. Der Urknall. Der Urknall war nämlich, wie es sich gerade gut trifft, genau heute vor 13,75 Milliarden Jahren. Und der Urknall war der Anfang von allem. Von aller Materie, vom Raum und von der Zeit. Der Urknall, meine Damen und Herren, war im Übrigen geräuschlos. Denn es existierte ja noch keine Materie, die den Schall hätte leiten können. Außerdem war er unsichtbar. Denn er war so heiß, dass er ganz weit oben im elektromagnetischen Spektrum geschieden hat. Für ein Menschenauge unsichtbar. Das heißt, wenn irgendwer von Ihnen, und ich bezweifle, dass irgendwer dabei gewesen ist, dabei gewesen wäre, hätte er nichts gesehen und nichts gehört. Scheiße. Im Urknall ist alles entstanden. Alle Materie. Das heißt, stellen Sie sich das mal vor. Sie und Ihr Nachbar und dieser Zug und Bochum und das Ruhrgebiet und die Welt und das Universum, alles zusammengepresst in einem Punkt. Und die Currywurst. Und die Currywurst, auch. Und zwar jede Currywurst, die es auf der Welt gibt, war zusammengepresst in einem Punkt. Und wenn alles aus einem Punkt gekommen ist, dann muss ja alles unglaublich dicht gewesen sein. Und unglaublich heiß. So dicht und so heiß, dass alles eins war. Ja, alles war weiß zum Beispiel, ja. Alles war weiß. Also wir beide waren weiß und die Luft zwischen uns ist auch weiß. Und wenn ja alles weiß ist, dann kann ja nichts miteinander wechselwirken. Da passiert gar nichts. Alles ist weiß, da passiert nichts. Das ist ein Zustand völligen Stillstandes, in dem keine Zeit vergeht, weil wir sie nicht ablesen können. Der Anfangspunkt des Universums erzeugt keine Information und er ist deshalb für uns Wissenschaftler nicht einsehbar. Wenn wir herausfinden wollen, was vor dem Zeitpunkt Null oder zum Urknall passiert ist, dann müssen wir die Theologen fragen. Die werden uns sicherlich einiges dazu zu sagen haben. Die Geschichte der Welt beginnt für die Wissenschaftler also ganz, ganz kurz nach dem Urknall. Nämlich zur Planck-Zeit. Meine Damen und Herren, die Planck-Zeit war 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall. Das sind also 0,43 Nullen und dann eine 1 Sekunden. Das ist der kleinstmögliche Zeitpunkt, an dem die erste Wechselwirkung hätte stattfinden können. Und dann geht alles los. Der Urknall ist also passiert. Das Universum dehnt sich von nun an immer weiter aus und wird dabei immer kälter. Zur Planck-Zeit ist alles aber immer noch sehr, sehr dicht und sehr, sehr klein und sehr heiß. So dicht und so heiß, dass alles Licht ist. Alles ist Strahlung. Gammastrahlung. Und so ein Gammablitz kann sich jetzt bei diesen enorm hohen Temperaturen aufteilen in ein Teilchen. Antiteilchen. Guck mal. Ein Teilchen und ein Antiteilchen. Ein Proton und ein Antiproton sind für den Bruchteil einer Sekunde als Materie existent, treffen dann wieder aufeinander und verstrahlen. Das ist ein Effekt der relativistischen Quantenfeldtheorie. Aus Licht wird Materie. Das ist gar nicht so schwer, relativistische Quantenfeldtheorie. Das sagt nichts anderes aus, was Einstein gesagt hat. E gleich mc Quadrat. Da wird was gleichgesetzt. Energie ist gleich Masse. Und das haben wir hier auch. Licht
ist gleich einer Masse und das bei sehr hohen Temperaturen. Eine Sekunde nach dem Urknall sind so entstanden: Protone, Neutrone und Elektronen. So. In den nächsten, das ist ein Neutron übrigens, das ist nur noch halb. Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Das ist nur für die Veranschauung ein bisschen schwieriger. In den nächsten Minuten erkühlt das Universum so weit, dass durch primordiale Nukleosynthese ein Proton und ein Neutron synthetisieren. 300.000 Jahre Raumexpansion und Abkühlung später legten sich, Achtung, zum ersten Mal heute Abend, herzlich willkommen Elektron, legten sich die Elektronen um die Atomkerne herum und bildeten so stabile Atome. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, meine Damen und Herren. Ist es Ihnen aufgefallen? Wenn wir das Größenverhältnis eines Atoms korrekt darstellen würden, ja, und das der Atomkern wäre, dann müsste das Elektron eigentlich ungefähr 500 Meter weit weg sein und seine Bahn um den Atomkern ziehen. Der Rest des Atoms ist leer. Der besteht aus nichts. Und wenn wir uns jetzt klar machen, dass wir ja eigentlich nur aus Atomen bestehen, da müssen wir feststellen, dass wir zu 99% aus gar nichts bestehen. Nichts. Diese Atome ziehen sich aufgrund ihrer Massenschwerkraft an und bilden so... Herzlich willkommen bei der Geschichte der Welt. Hallo. Sie haben noch nicht viel verpasst. Sie haben vielleicht... Sie haben 5 Minuten verpasst. 300.000 Jahre. 300.000 Jahre haben Sie erst verpasst. Diese Atome ziehen sich dann aufgrund ihrer Massenschwerkraft an und bilden riesige Wolken. Und in diesen Wolken entstehen die ersten kosmischen Objekte. Sterne. Wir sehen noch keinen am Himmel. Sterne entstehen, nämlich wenn eine dieser Wolken unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfällt. Dabei passiert das gleiche wie im jungen Universum. Viel Masse auf einem sehr engen Raum. Dabei wird es so heiß, dass zwei Atomkerne miteinander verschmelzen können. Ja, zwei Wasserstoffkerne verschmelzen zu einem Heliumkern. Und dabei wird Energie frei. Bindungsenergie wird dabei frei. Das ist die stellare Kernfusion. Ja, Wasserstoff, Wasserstoff zu Helium. Und das bringt einen Stern zum Leuchten, das ist die stellare Kernfusion. Hallo, herzlich willkommen bei der Geschichte der Welt. Das bringt einen Stern zum Leuchten. Am Ende eines Sternlebens ist der ganze Wasserstoffvorrat verbraucht. Dann verbrennt er das Helium zu Lithium, zu Beryllium, zu Stickstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter, bis hin zum Eisen, bis dann der ganze Stern in einer Supernova explodiert und diese ganzen schweren Atome ins interstellare Medium schießt. Das Universum ist jetzt 6,8 Milliarden Jahre alt, meine Damen und Herren, und voll von lebenden und sterbenden Sternen. Und die Mathematiker unter uns, die jetzt aufgepasst haben, 6,8 Milliarden Jahre, das ist genau die Hälfte des Alters des Universums. Das heißt, wir haben jetzt Bergfest. Halbzeit! Das ging schnell, oder? Die Hälfte der Geschichte der Welt ist schon rum. Allerdings kommt jetzt der kompliziertere Teil, glaube ich. Jetzt kommen die Frauen. Genau, jetzt kommen die Frauen. Die entstehen noch nicht, weil die Erde ist noch nicht entstanden. Die Erde braucht noch 2,8 Milliarden Jahre länger. Und 2,8 Milliarden Jahre entsteht in einer wie eben beschriebenen Wolke auf unsere Erde. Die Wolke fällt zusammen, in der Mitte entsteht die Sonne, der Rest der Wolke legt sich flach um die neu geborene Sonne herum. In der Wolke waren Staubteilchen. Durch die Supernova-Explosion vergangener Sterne, durch Rotation der Scheibe verklumpten diese Teilchen immer mehr und wurden größer und wurden noch größer, wurden Felsen, bis dann in 150 Millionen Kilometern Entfernung zur Sonne unsere Erde entstand. So, meine Damen und Herren, jetzt gibt es ein bisschen Entspannung für die Gehirnzellen. Ein bisschen Entspannung für die Gehirnzellen. Wir haben jetzt also Atome und aus diesen Atomen muss natürlich auf der Erde, die wir jetzt auch schon haben, das Leben entstehen. Und deswegen kommt jetzt, meine Damen und Herren, nur für Sie live und in Farbe und in 3D. Und Sie müssen noch nicht mal Brillen tragen. La canción de la aparición de la vida. Ist es nicht schön, ein Atom zu sein? Ich fühle mich schon ganz gut, doch noch allein. Ein anderes Atom und ich wäre ein Molekül. War das Zufall oder Kalkül? Ist es nicht schön, ein Molekül zu sein? Ein anderes Molekül, komm doch rein. Akzeptiert es meine Teuren, jetzt sind wir Aminosäuren. Nicht diskutieren, reproduzieren. Was schwimmt denn da so einsam vor sich hin? Ein Feldbläschen allein und ohne Sinn. Das laden wir doch ein und wir sind die erste Zelle. Was uns jetzt noch trennen könnte, wäre eine Welle, 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 Welle. So, wir haben ein bisschen Zeit jetzt. Oh nein, unterhalten!
Unterhalten Sie sich kurz über das, was Sie gesehen haben. Ich bin sofort wieder da. Boah, jetzt sieht Stepp hier, Alter. Da steppt der Bär. Und Musik! Ja. Jetzt entwickelt sich das Leben in zwei verschiedene Richtungen und jetzt kommt ein Problem, was du schon angesprochen hast. Das Leben entwickelt sich in zwei verschiedene Richtungen und die eine ist die Pflanzenwelt und die singt folgendes. Dann bin ich von jetzt an nur noch grüner Schleim. Mit grünem Schleim will keine Sau zusammen sein. Ich hab nur grüner Schleim-Kollegen, sprechen tun wir nie. Aus Photosynthese bekomme ich Energie. Und die andere Welt ist die Welt der Tiere und die singt das. Dann bin ich ab jetzt ein Bakterium. Als Bakterium krieg ich sie alle rum. From the bottom of my cell kern, ich schwör dir, dass es wahr ist. Ich funktioniere auf Sauerstoffbasis. Hallo, dann bin ich ab jetzt ein eleganter Fisch. Ich ne Alge und du ziehst mir nicht über den Tisch. Baby, bitte nicht vergessen, Fische können Algen fressen. Ja genau, da wachsen dir vielleicht Beine und die kannst dann schöne beide Hände nehmen und dich an Land verpissen. Und so entstand nach den Forschungsergebnissen von Charles Darwin und der National History Research, weder bestätigt noch dementiert, das Leben, Ja, jetzt wissen wir ja, dass wir also aus Atomen zusammengesetzt sind und dass nur die zufällig kompliziertere Anordnung unserer Atome uns von einer Straßenbahn unterscheidet, zum Beispiel. Beziehungsweise bin ich mir gar nicht sicher, ob eine Straßenbahn nicht komplizierter zusammengesetzt ist als ein Mensch. Aber dann stellt sich ja die Frage, warum ist das so? Ist das Zufall oder ist das wahrscheinlich? Und es ist tatsächlich, der Mensch hat sich hier auf diesem Planeten Nummer 3 des Sonnensystems so entwickelt, weil es einfach am wahrscheinlichsten ist. Leben. Das muss ja immer auf Molekülen basieren. Kettenmoleküle. Und nur, meine Damen und Herren, Kohlenstoff bildet Kettenmoleküle. Ja, Sie werden jetzt sagen, na, Silizium bildet doch auch Kettenmoleküle. Da sage ich Ihnen aber, nur bei sehr geringen Temperaturen. Und da ist die Chemie viel zu langsam. Das heißt, Sex zwischen zwei Siliziummännchen wird länger dauern, als das Universum alt ist. Das heißt, wenn irgendwo in unserem Universum Leben entwickelt wird, dann muss es zwangsläufig auch auf Kohlenstoffbasis basieren. Das heißt, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Sehr gut. Aber die Straßenbahn und die Birne und der Lautsprecher, der fällt dann auch unter den kosmischen Normalfall. Und er macht sich keine Gedanken über den Sinn. Entschuldigung. Keine Gedanken über den Sinn des Lebens. Warum tun wir das? Warum können wir uns Gedanken machen über Radioaktivität, über Philosophie und warum kann das keine Birne? Okay, kommen wir zu etwas ganz anderem, ein kleines Quiz. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Ach, Sie steigen aus. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Ich stelle nur die Todesarten verschiedener historischer Figuren nach und Sie müssen herausfinden, um welche historische Figur es sich handelt. Wir starten voll durch. Achtung, um welche historische Figur handelt es sich hier? Don Quixote. Oh, wir reiten nach Jerusalem und holen uns unsere heilige Stadt zurück.
Es ist ein weiter Weg bis nach Jerusalem. Oh, Jerusalem. Aber bevor ich die Stadt zurückerobere, kühle ich mich noch ein bisschen in diesem Fluss hier. Achtung, mein lieber Kaiser, es ist sehr gefährlich, bei so einer großen Temperatur in so kaltes Wasser zu springen. Ach, Ivo. Und hier stark? Barbarossa. Ja, fantastisch. Barbarossa, das ist die richtige Antwort. Das war nicht so einfach, das ist nicht so einfach. Ich habe leider nichts mehr, um Sie dafür zu belohnen. Meine Punkte sind irgendwie auf den anderen Pfad. Aber wir haben noch Weingummis. Wir haben noch Weingummis, es gibt noch Weingummis. Danke, ich verschenke weiter. Na klar. Gut. Noch eins. Wollen wir noch eins? Wir machen mal was mit was Einfachem weiter. Ja, das war richtig. Danke, wer war das? Aber es war ein bisschen einfacher. Hallo! Nimm nur einen. Nehmen Sie sich jetzt einen Bonbon! Achtung! Nächstes Rätsel! Es klopft! Schnell! Bitte? Den Bonbon wieder her jetzt. Es klopft an der Tür! Das Volk Rom steht draußen vor der Tür! Gib mir ein Dolch! Ein Dolch! Ein Dolch! Ja. Oh nein, ich kann mich nicht selber umgehen. Ihr müsst es für mich tun. Bring mich um! Oh, 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 oh! Welch ein Künstler geht mit mir zugrunde! Oh, oh, ich sterbe! Nero! Ja! Das war sehr gut. Aber ich hätte noch viele mehr Tipps. Jetzt kriegt sie das Bonbon. Ich fahr da. Okay, nächstes müssen wir raus, das heißt jetzt doppelte Punktzahl, oder was? Alles oder nicht? Winner takes it all. Los geht's! Du hast doch gar nicht gelacht. Er spielt wieder, als wäre er krank. Ilemort! Er ist tot! Der große französische Dichter ist wahr! Der große französische Dichter, der geschrieben hat, der eingebildete Kranke. Und er ist in seinem eigenen Stück gestorben. Und er war da hinten. Ja. Das war nicht so einfach, aber so Kulturgänger. Meine Damen und Herren, das Leben ist tragisch, denn es endet mit dem Tod und mit der letzten Haltestelle. Und bei der nächsten Haltestelle steigen wir schon aus. Oh. Das war die Geschichte dann bei der nächsten. Ja, sie kommt dann nie. Was? Aber das war die Geschichte der Welt.